Ey, ich habe keine Ahnung. So, ne? Ich will jetzt nichts sagen. Aber eigentlich bin ich schon wieder bedient und habe keine Lust mehr. Ja, Ria, was sagst? Da ja das Spiel heute dein Wunsch war, soll ich noch einen Anlauf starten? Ich meine, ich mache nur einen. Wir machen das jetzt erst ungefähr eine halbe Stunde. Ich frage dich jetzt, wenn du auch keinen Bock mehr hast, dann höre ich nämlich auf, weil, ne? Aber wenn du nochmal willst, dass ich das probiere, mache ich das. Sag an, los, spuck aus die Kacke. Ich bin gerade so genervt, ne? Diese blöde Alte, die will ich am liebsten umbringen. Ich kann sie nur nicht töten. Scheiß Mistvieh. Ach. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich lose heute in allen Spielen ab. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich meine, ich bin jetzt hier kein Programmer, ne? Aber Alter, so ein Noob bin ich im. Normalerweise auch nicht. Scheißendreck, Alter. Ich merke schon, ich kriege hier keine Antwort. Ria! Die hört wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu. Moment. Jetzt mache ich hier Alleinunterhaltung. Oh, doch da. Einmal noch und dann reicht's. Das kann man sich nicht mehr anschauen. Hey, fick dich, Alter. Danke, im Übrigen. Ich meine, ich verstehe das, ne? Mir geht's nicht anders. Ich spiele das und kann mir das nicht mehr mit angucken. Trotzdem. Ja. Das Schlimme ist ja, man wird ja auch mit jeder Runde, die man spielt und immer wieder versagt, man wird ja immer fahriger. Zumindest ist das bei mir so. Is there anybody in there? Halt einfach deine Klappe. Kein Zeit. Oh, und jetzt schon wieder der Gang da oben. Also dafür, dass ich den vorher noch gar nicht kannte, sehe ich ihn jetzt für meinen Geschmack viel zu oft, Alter. Reinlunchen. Ich stelle mir das ja eigentlich als Zuschauer auch nicht so toll vor. Ich meine, echt. Ich spiele es und habe schon gar keinen Nerv mehr. Hier alles doppelt und dreifach zu sehen, geht mir sowas von dermaßen gerade auf den Keks, ne? Trotzdem gucken noch Leute zu. Schräg. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich meine, dass mit mir was nicht stimmt, weil ich spiele, ist mir ja schon bewusst. Aber hey. Mir fällt jetzt auch gar nichts Produktives mehr ein. Was soll ich hier noch sagen? Ich schleiche hier schon wieder diese hässlichen Gänge lang. Muss mir schon wieder in jede Zelle reingucken. Beim ersten Mal hat es nichts gebracht. Die Alte ist auch nicht mehr gruselig, sondern nur noch anstrengend. Die mag dich wohl. Du willst. Die will mitspielen. Ja, die will mitspielen. Du meinst wohl eher, die will mich immer umarmen und knutschen. Oder so. Die ist vom anderen Ufer. Ich habe keine Ahnung. Die wir mitspielen. Und die Geister schubsen hier schon wieder. Ich weiß auch nicht, was mit. Ja. Tja, die wir mitspielen. Ja, ich habe keine Ahnung. Dann soll die mal aber einen anderen Spieler abhauen. Die können mal einen anderen nerven. Ich meine, es gibt bestimmt nur andere Leute, die das spielen. Gespielt haben. Das ist es wahrscheinlich. Das spielt einfach heute keiner mehr. Deswegen muss sie mich doppelt nerven. Das ist das Rätsellösung. Glaube ich. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Leuchtende Zettel, wo seid ihr? Leuchtende Zettel, leuchtende Zettel, leuchtende Zettel, leuchtende Zettel. Sind keine da. Das ist ja traurig. Treppe hoch, Treppe hoch. Die kommt nur immer an mit küss mich verdammt oder ich bring dich um. Tja. Das ist das Problem. Ich will sie nicht knutschen, also tötet sie mich. Vielleicht sollte ich die ganze Sache einfach mal anders angehen. Und ihren herzhaften Kutzi, Schmatzi, Feini geben und so. Vielleicht ist sie dann zufrieden. Die will einfach nur lieb gehabt werden. Ich meine, wer sind wir eigentlich, diese arme Frau zu verurteilen? Jetzt mal ehrlich. So scheiße.
Vielleicht ist das ihr gutes Recht. Sie will auch nur Liebe, wie jeder von uns. Arme alte Frau. Arme Mutti. Ich habe noch nicht einen einzigen blöden Zettel jetzt gefunden. Noch nicht mal einen. Und halte mich schon für meinen Geschmack schon wieder viel zu lange hier auf. Ich hoffe nur, dass so ein Bereich nicht noch einmal kommt. Ja, Mann, sie musste schon genug leiden. Genug Leid ertragen. Mann, ey. Ja, was denn für ein Leid? Du weißt doch gar nicht, was für ein Leid sie ertragen musste. Weißt du denn, wer sie ist? Was kannst du dich denn da einmischen? Vielleicht ist sie nur so ein Pseudogeist, Alter, der sich hier einfach mit einnistet und sagt, ich bin so arm dran. Dabei hat sie nie was erlebt. Du weißt doch gar nicht, wer sie ist. Ria, das kannst du doch so nicht sagen, Alter. Ja, man hat sich hier voll eingeschlichen. Will einfach nur Mitleid, weiß, hat nie was erlebt. Ist wahrscheinlich einfach nur an irgendeiner lächerlichen Mistkrankheit gestorben. Keine Ahnung. Will aber halt auch Mitleid. Und zumindest macht sie hier schon wieder Türen zu, was sie nicht soll. Ups. Stell dich hin! Stell dich hin! Diesmal macht das nicht. Warum nun nicht? Ich gehe jetzt einfach mal kurz geradeaus. Ach, hör doch auf, hier sind so viele Gänge. Ich habe noch nicht einen einzigen Zettel gefunden. Ich krieg eine Krise, ne? Bin ich gerade echt einfach nur zu blöd und laufe an allen vorbei oder so? Wäre schon scheiße. Das sind die richtigen. Mitleid haben wollen von uns. Nö, ist nicht. Ja, nee. Sie nervt ja halt auch einfach nur. I know you're there. Siehst du? Sie will nur beachtet werden. Oh, das ist hier so verzwickt, ne? Gerade. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Karte achten. Ich verlaufe mich doch hier eh wieder. Ich kenne mich doch. Hörst du mal auf, hier alles umzureißen? Ey, komm ich zu dir nach Hause und ran der dir da? Ich meine, was soll denn das? Das macht doch kein normaler Mensch. Oh, ich vergaß. Gut, erübrigt sich. Ich habe immer noch kein Zettel gefunden. Ich kriege eine Krise. Ich krieg noch mal eine Krise. Seht ihr, was da kommt? Oh. Nein. Oh nein, das ist was anderes. Ach, nein, ist es nicht. Ach ja, Zettel, auf jeden Fall ist hier schon mal das Schloss. Schön, dass wir das gefunden haben. Oh, ist das nervig, Alter. Oh. Wo geht die blöde Tür auf? Oh, nicht an der Wand. Ach, lass mich doch in Ruhe. Das ist irgendwie nicht so cool. Zettel. Die Geräusche sind auch schon wieder sehr... Ach so, wegen dem Schloss. So, welcher Raum war das jetzt? Weil manchmal verstecken sie hier auch in diesen Kästen. Leuchtstäbe. Schön. Voll arschlos. Lalalalalala. Ey, ich habe keinen Plan, ne? Ich finde das gerade so ätzend. Das nervt mich so. Ich habe noch nicht mal einen Zettel gefunden. Rück doch mal hier mal die Zettel raus. Da ist schon wieder so eine blöde Kiste. Okay. Wir müssen uns gleich die Kiste noch angucken. Ah.
Kein Zettel, keine Kiste, kein Zettel, keine Kiste. Licht an? Ja, kann man die ganze Zeit an sein. Ich meine, ne, dann wäre hier nicht so dunkel. Wäre total die Option. Oh. Waagerecht am Anfang noch, ne? Nein, wir wollen ja die Treppe hoch, aber wir dürfen noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo war die Kiste? Die war doch recht am... Ja, genau. Was hast du zum Ausspucken? Signalfackeln. Naja, naja. Schön, dass wir 6 Zettel brauchen und noch keinen einzigen haben. Ich meine, so viele Räume können ja aber auch nicht mehr kommen. Dann müssen wir die ja jetzt hoffentlich nachher alle auf Schlag finden. Da war die Kiste. Wo war die Kiste? Da. Leuchtstab gefunden. Oh yeah. Ich habe einen Leuchtstab gefunden. Das freut mich total. Ich bin voll aus dem Häuschen. Huhu. Ich kann meine Freude kaum noch zügeln. Es fällt mir sehr schwer. Huhu. Ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Ich meine, das musste auch mal geklärt werden. Ey, gib's mir jetzt mal hier bitte ein paar, Alter. Zettel? Mann, hat die Tür gerade ein komisches Geräusch gemacht. Man könnte fast denken, der Tür geht's nicht so gut. Inventar ist voll. Oh, Zettel! Endlich mal einer! Yeah! Ach ja, Paul mit Häftling 208 geht irgendwas etwas Seltsames vor sich. Letzte Nacht haben ihn Bert und ich kreischen hören. Es klang fast so, als ob es jemand anderes wäre. Das Gekreische hat aufgehört, als wir seine Zelle erreicht haben. Aber er hat immer noch geschrien. Es war, als ob die zwei Geräusche nicht zusammengehörten. Ich weiß nicht, wie er es anstellt, aber ich sag mal einen Schauer über den Rücken. Er fängt immer an zu schreien, wenn die Lichter flackern. Der Mann ist völlig durchgeknallt. Paul und die anderen Häftlinge flehen mich an, sie wieder zurück nach oben zu schicken. Ich weiß verdammt nochmal nicht, was ich mit dem Cam machen soll. Was ich jetzt aber auch interessant finde. Ich meine, wir haben jetzt hier schon einen dritten Durchlauf, ne? Und wir finden jetzt hier schon die nächste Anzahl von immer verschiedene Zettel. Kapitel Wald? Nee, wir sind ja noch nicht im Wald. Krankenhaus. Krankenhaus, 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 Krankenhaus. Krankenhaus. Gefängnis, da. 11 von 21. Ich meine, muss man hier wahrscheinlich sogar öfter sterben, um alle Zettel zu finden? Ich habe da gerade nicht wirklich Ahnung, aber... ja, hier später lang. Boah, ich weiß immer gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Hier ist so viel Luft, so viele Gänge. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse eh was, ich verlaufe mich. Ich bin voll am Arsch. Boah, warum gehst du denn so auf? Ja. Vielleicht tauchst du wieder auf, ich weiß. Bla bla bla. Heul jemand anderen voll. Hör auf, die Tür zuzumachen. Ist es dir peinlich, wenn du kacken gehst? Ist es dir peinlich? Mach die Tür auf. Immer eine große Fresse haben und dann ist es ihr peinlich, wenn sie kackt. Kann nicht wahr sein, Alter. 17. Juni 1931. Bert Augustin ist seit fast 2 Wochen nicht mehr zu seiner Schicht angetreten. Seine Vorgesetzte dachte, er habe die Arbeit hingeschmissen, da sich Mr. Augustin mehrmals darüber beklagt hatte. Hat weibliche Stimmen in den Gängen zu hören. Ein Wartungsarbeiter, der den Rost am Abwasserzugang entfernt hatte, hat jedoch einen schrecklichen Gestank aus dem Tunnel bei den Docks gerochen. Als er sich aufmachte, um nachzusehen, fand er Mr. Augustins verstümmelte Überreste. Tja, dann ist ja Mr. Augustin nicht mehr verschwunden, sondern einfach nur tot.
So, hier wird uns wohl nichts mehr erwarten. Oh. Ja. Hatten wir schon. Ist jetzt fertig. Bring mich nicht raus. Das verwirrt mich. Ich muss auch gucken, dass ich hier jetzt alle Wege mitnehme und nicht tausendmal irgendwo gleich laufe. Ja, entschuldigt, wenn ich gerade nicht mehr allzu gesprächig bin, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich hierzu noch sagen soll. Das ist einfach alles. Anybody there? Too much gerade. Die Frage ist, mir fehlen immer noch so viele Zettel. Welchen Gang habe ich denn wo vergessen? Oh, jetzt stellt der Sessel sich hin. Vorhin stand ich doch erst hier und habe gefragt so... Wann er denn vorhat, sich ordentlich hinzustellen. Hier war ich schon, da war ich schon. Hier war auch nichts mehr. Doch. Komm schon, jetzt rückt die letzten Zettel raus, rückt das blöde Schloss, den Schlüssel raus. Damit wir das endlich hinter uns haben. Ich kann die Musik nicht mehr hören, der Rest kann die Musik nicht mehr hören. Wir sind alle bedient. Für heute, denke ich. 17. Juli, Häftling 48, 1931. Fluchtversuch zweier Insassen. Die Wärter fingen sie ab und eröffneten das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich in stabilem Zustand. Der andere starb noch am Ort des Geschehens. Dr. Mercer wird die Wunden des Patienten einer experimentellen Behandlung unterziehen. Ich habe das gerade nur deswegen nochmal wiederholen müssen, weil ich gerade nicht glauben konnte, was ich da lese. Ab zum Unterricht. Schulbeginn. Aufstehen. Nicht mehr schlafen. Leute. Seid ihr schon eingeschlafen? Verstehe ich. Cool. Oktober an Captain Alexinio. Häftling 203 hat sich heute Abend, kurz bevor die Lichter ausgingen, geweigert, ruhig zu bleiben. Er hat irgendetwas über einen dunklen Schatten geschrien, der ihn holen kommen würde, oder etwas ähnliches. Der verrückte Mistkerl hat die anderen Insassen ganz nervös gemacht. Ich habe mich entschlossen, ihm einen Monat ins Loch zu stecken. Baxter wird ein Auge auf ihn haben, während er dort unten ist. Paul Ackermann. So, es fehlen noch zwei verfluchte Zettel. Komm schon. Und dann hat nicht mehr gereicht, leck mich am Arsch. Alles klar. Hat sich erledigt heute die Geschichte. Das kann doch nicht sein. Warum ist denn die blöde Kuh gleich hinter mir? Ach. Hör da auf. Ist doch echt. Und beim nächsten Mal gleich nochmal die Geschichte. Ich hab keinen Bock mehr. Echt, also ne. Einen fröhlichen Abend noch an jeden, der jetzt den Nerv hatte, noch zuzugucken, Leute. Ne, jetzt mal ernsthaft, Alter. Ich gebe auf für heute. Jetzt mal ehrlich, ich habe hier jetzt viermal verkackt. Ich weiß gar nicht mehr, drei oder viermal. Reicht. Und das ist gerade mal die Mitte des Spiels, Alter. Was ist denn los? Nö. Ach, Mensch, Leute. Trotzdem, schönen Dank fürs Zuschauen. So schwer, wie das auch wahrscheinlich war. Boah, dieses Ekel. Ich hoffe, du meinst damit nicht mich. Naja, du meinst bestimmt die Alte, ne? Ah ja, die war ja auch auf einmal einfach hinter mir. Echt, Alter, dieses blöde Mistvieh, ne? Das ist so... Boah. Krass. Zwei Zettel hätten noch gefehlt. Ach man, beim allerersten Mal hatten wir doch sogar schon alle Zettel. Und da ist sie doch auch so auf einmal aufgetaucht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich heute auch zu schlechte Reaktionsmöglichkeit. Ich habe keinen Plan. Naja, aber wie gesagt. Also an euch noch allen, ne? Danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Abend für euch gewünscht. Und man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal. Tschüssi!